Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist, während der Magierkriege unversehrt zu bleiben, hat er einen eigenen Berg an Problemen, die es zu bekämpfen gibt. Was wollt ihr? Alles klar. Schauen wir uns das mal an. Wenngleich manche Kartografen das Gegenteil behaupten mögen, die Karten Eos sind weit entfernt davon, vollständig zu sein. Insbesondere das Schwarzmeer hat Entdecker und Abenteurer stets zum Träumen eingeladen. Da viele Schiffe bereits seinen stürmischen Gewässern zum Opfer gefallen sind, gibt es seit Jahrzehnten kaum noch Expeditionen. Tiaras Atem. Es hat funktioniert. Hat sich fast angefühlt wie der Teleport mit dem Gottstein. Nur, dass dieser hier anscheinend nur in eine Richtung funktioniert. Das Tor ist verschlossen. Was ist mit dem Portalstein? Ich weiß nicht. Er scheint irgendwie leer zu sein. Das Portal zu aktivieren muss seine ganze Energie aufgebraucht haben. Die Frage ist, wo ist Whatley? Und bilde ich mir das nur ein oder steht die Sonne ein bisschen tiefer als vorhin in Immerlicht? Gut möglich. Eine Verzerrung des Zeitgewebes ist oft ein Nebeneffekt von Teleportationsmagie. Jedenfalls sollten wir Whatley suchen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ja. Seht ihr die Spuren? Das müssen seine sein. Folgen wir ihnen. Ja. Kaum zu glauben, dass wir plötzlich tausende Meilen von Immerlicht entfernt sind. Aber diese Insel hat etwas, ich weiß nicht, Besonderes. Stimmt. Die magischen Signaturen hier sind wirklich bemerkenswert. Wer auch immer hier lebte oder lebt, sie haben schon sehr lange keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt gehabt. Arsch und Wolkenbruch, was waren das für Wesen? Und warum habt ihr so lange gebraucht? Wir haben das Portal gleich nach euch betreten. Die Teleportation muss die Zeit irgendwie verzerrt haben. Ah, natürlich. Das ergibt Sinn. Nun, danke für die Rettung und Entschuldigung, dass ich einfach vorausgestürmt bin. Diese Kreaturen, ich dachte, sie würden mich töten. Wer ist unser Freund? Ich weiß nicht. Vermutlich einer der Einheimischen. Aber er scheint unsere Sprache nicht zu sprechen. Tondai, ich verstehe euch. Gut, jetzt bin ich verwirrt. Nicht nur ihr. Woher kennt ihr unsere Sprache? Weil ihr Kalal seid. So wie ich. Ihr kommt aus dem verlassenen Land, das unser Volk vor Hunderten von Generationen verlassen hat. Wenngleich eure Art, unsere Sprache zu sprechen, seltsam ist. Aber ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, mit dem ihr sprechen solltet. Ich werde euch zu unserer Yaras bringen.
Sie hat die Ankunft der Außenweltler vorhergesehen, um Schar aufzuhalten. Und es scheint, als wäre ihre Deutung wahr geworden. Wir kommen aus demselben Land? Ihr meint, ihr kommt auch aus Nortanda? Ja, aber unsere Vorfahren haben es verlassen. Eine lange Geschichte. Und noch einmal, ich bin nicht würdig, sie zu erzählen. Wer ist dieser Schar? Ein Keshi, ein Abtrünniger, ein Verräter. Aber unsere Yaras wird euch alles erzählen. Na gut, dann bringt mich zu eurer Yaras. Moment, eines noch. Yaras, Tondai, das klingt nach hibernischer Sprache. Ist das, ich meine, seid ihr Hiberner? Nicht direkt, nein. Nun folgt mir. Na dann. Ja, cool. Yaras Yodule, Mekil. Ich dachte, die Schlangenbrut hätte dich erwischt. Hat sie auch fast. Diese Leute haben mich gerettet. Sie sind vom verlassenen Land, Yakul. Genau wie sie es prophezeit hat. Beim Namen der Sonne. Sind sie... Ich meine, sprechen sie unsere Sprache? Tun wir. Und ich wette, wir haben ebenso viele Fragen wie ihr. Ich verstehe. Galistanwai, Außenweltler. Habt Dank, dass ihr diesen Mann gerettet habt. Ihr habt keine Vorstellung, was sein Tod über dieses Dorf gebracht hätte. Ich habe versprochen, ihn zur Yaras zu bringen. Dürfen wir herein? Ich glaube schon. Vergibt mir meine Zurückhaltung, Außenweltler. Ich hätte nie gedacht, dass ich je... Naja, wie auch immer. Ich werde die Barriere absenken. Bringt sie zu Yaras, Mikil. Sie wird wissen wollen, dass die Sterne die Wahrheit gesprochen haben. Es war mir eine Ehre, Außenweltler. Tondai, Außenweltler. Ich verstehe. Da entlang? Gut. Sagte er gerade Sternendeutung? Wie ich sagte, unsere Yaras hat eure Ankunft vorhergesehen. Sie las es aus der Anordnung der heilige Yaras. Ja, das sind sie, genau wie ihr es vorhergesagt habt. Und sie haben mich vor der Schlangenbrut gerettet. Dann habt ihr schon meine Dankbarkeit, Fremder. Mekil, du kannst gehen. Mekil, du kannst gehen. Sehr wohl. Nun denn, ich bin Ashar, heilige Yaras der Ulias. Wie heißt ihr? Ich nehme an, Yaras bedeutet Oberhaupt? Nicht direkt, aber ja. Ich bin das Oberhaupt dieses Dorfes. Also sagt mir, mit wem spreche ich? Mein Name ist Tahar. Dieser Mann hat gesagt, dass ihr unser Kommen vorhergesehen habt? Ich habe die Sterne gedeutet. Ja. Sie haben mir gesagt, dass bald das uralte Portal wieder geöffnet werde und ein Fremder ankommen würde. Auf der Suche nach etwas, um dem Fluch ein Ende zu setzen, der auf seinem Land lastet. Ja, der Blutbr... Sagt es mir nicht. Unser Stamm hat die verlassenen Lande nicht ohne Grund aufgegeben und was immer dort geschieht, betrifft uns nicht mehr. Alles, was zählt, ist, dass die Sterne euch geschickt haben, um uns zu helfen. Und dass wir, solltet ihr Erfolg haben, euch den Xalontep-Stein im Gegenzug überlassen. Ich enttäusche euch nur ungern, aber meine Ankunft hat nichts mit den Sternen zu tun. Doch, das hat sie. Wenn auch nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Meine Berufung ist es, die Sterne zu deuten. Das bedeutet lediglich, ein Muster zu interpretieren, das bereits vorhanden ist. Wisst ihr, Tahar... Wir empfindende Wesen sehen uns gern als abgeschnitten vom großen Ganzen. Das ist ein Trugschluss. Wir sind Teil eines komplexen Gefüges. Persönlichkeiten, Ereignisse, Katastrophen, sie wiederholen sich. Vielleicht in unterschiedlicher Ausprägung, ja, aber im Kern sind sie immer dieselben. Sie sind Muster, eingebettet in die Struktur unserer Existenz. Faszinierend. Das ist genau das, was die hibernischen Priester immer gesagt haben.
Wollt ihr damit sagen, dass unser Hiersein Teil eines Musters ist? Dann sind eure Leute vom Festland geflohen? Ja, das sind wir. Daher können wir uns sprachlich verständigen. Aber das war vor langer, langer Zeit. Und da ihr ohnehin fragen werdet, wir flohen, weil wir verfolgt wurden. Verfolgt? Weswegen? Wegen unseres Glaubens. Wir sind den alten Lehren der Hyberner gefolgt. Und obwohl wir nur wenige waren und unser Glauben ein friedlicher war, akzeptierten die Priester Tiaras uns nicht. Wir begannen, das Land auf der Suche nach einer neuen Heimat zu durchstreifen. Aber wohin wir auch immer kamen, haben uns die Leute davongejagt. Bis eines Tages einer unserer Weisen ein Portal fand. Den Rest könnt ihr euch denken. Also verehrt ihr die Hyberner? Nein, sie waren keine Götter. Wir folgen ihren Lehren. Die da wären? Sie sind simpler, als ihr vielleicht denkt. Mir ist bewusst, dass die meisten die Hyberner als brutale Drachenjäger in Erinnerung haben, aber sie waren viel mehr als das. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass ihr Sturz das Schlimmste war, das Eo je passieren konnte. Aber das ist ein weites Feld. Das macht es nur umso faszinierender. Königin Aelith stammt direkt von den Hybernern ab. Wer? Ah, richtig. Woher solltet ihr sie auch kennen? Und ihr habt seither nie in Erwägung gezogen, nach Fiara zurückzukehren? Nein. Der Xalon-Teppstein? Ja, diejenigen, die das Relikt geschaffen haben, nachdem ihr sucht. Ihr meint die Forme? Wenn ihr sie so nennt, ja. Falls wir euch helfen sollten, wobei auch immer ihr Hilfe benötigt, gebt ihr uns dann den Nexus-Stein? Den Stein der Xalon-Tep, ja. Wenn ihr uns helft, sollt ihr ihn haben. Ihr wollt nicht einmal wissen, wofür wir ihn brauchen? Nein. Wie ich bereits sagte, die Außenwelt betrifft uns nicht mehr. In Ordnung. Wobei braucht ihr Hilfe? Bei eurem Medusa-Problem, nehme ich an. Und dieser Schar, der sie kontrolliert. Ja, aber es ist etwas komplizierter. Schar ist mein Sohn. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Ich habe zwei Söhne, Duhl und Schar. Gemäß hybernischen Traditionen beerbt mich Duhl als nächster Jaras. Und wie ihr euch denken könnt, war das schon immer ein Problem. Schar hat Duhl niemals als legitimen Erstgeborenen akzeptiert. Ich kann mir denken, wo das hinführt. Nein, so einfach ist es nicht. Ihr Vater starb, als die beiden noch sehr jung waren. Und das hat ihre Persönlichkeiten auf unterschiedliche Weisen geformt. Schar war zart, sensibel und emotional. Er war immer krank, hatte fürchterliche Albträume und sprach oft von diesen Stimmen, die er hörte. Auch wenn das aufhörte, als er älter wurde. Er hat Stimmen gehört? Ja, nicht nur in der Nacht, manchmal sogar am helllichten Tag. Und was haben sie gesagt? Alles Mögliche. Aber ich denke, sie waren einfach auf seine lebhafte Fantasie zurückzuführen. Was für Träume? Alles Mögliche. Viel davon drehte sich um den Tod seines Vaters und dann gab es da einen Traum, der von einer geopferten Frau handelte. Von einer geopferten Frau? Ja. In diesem Traum fand er sich immer in einem tempelartigen Raum wieder, umgeben von seltsamen, puppenhaften Kreaturen. Er ging einen Korridor entlang, bis er in einen Raum gelangte, in dem eine Frau auf einem Altar lag. Ich habe mit unserem Schamanen darüber gesprochen, aber der meinte nur, dass die Träume auf seinen labilen Geist zurückzuführen seien. Mittlerweile glaube ich, dass es auch etwas mit seiner Magie zu tun hatte. Viele begabte Kinder leiden unter derartigen Träumen. Und Duhl, euer Erstgeborener? Er war das genaue Gegenteil. Er war stark, immer gesund und konnte gut mit Leuten umgehen. Aber er hat kaum Emotionen gezeigt. Wie ihr euch denken könnt, war es einfacher, ihn großzuziehen. Sehr einfach sogar. Es war fast, als wäre es seine Bestimmung gewesen, mich zu beerben. Wie ist euer Mann gestorben? Sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Eine seltene Krankheit, die seit Generationen im Blut seiner Familie geschlummert hatte. Mein Beileid. Wie war ihr Verhältnis zueinander? Kompliziert.
Dul war Shah gegenüber immer sehr distanziert, fast gleichgültig. Und Shah hasste Dul leidenschaftlich. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Der Tag, an dem die Dinge wirklich kompliziert wurden, war der, an welchem Shah seine Magie entdeckte. Er war unfassbar begabt. Wer hat ihm beigebracht, damit umzugehen? Ich vermute, ihr habt keine Universitäten auf der Insel. Stimmt. Meine Pflichten als Jaras haben mich davon abgehalten, ihn selbst zu unterrichten. Also tat es hauptsächlich der alte Schamane, der vor 2 Jahren gestorben ist. Aber wie ich schon sagte, sein Talent war überragend. Das meiste hat er intuitiv gelernt. Kommen wir zum Punkt. Wo sind Shah und Dul jetzt? Und woher kamen diese Medusen? Tja, das passierte alles vor 1 Monat. 1 Woche, bevor Dul zum nächsten Jaras erhoben worden wäre. In 1 Nacht waren Shah und Dul plötzlich weg. Und am nächsten Tag war unser Dorf von Schlangenbrut umstellt. Zusammengerottet hinter meinem Sohn, Shah. Magisches Talent ist eine Sache, aber woher zum Geier kommen diese Medusen, die Schlangenbrut? Ein Ritual. Eine Beschwörungsformel, die in unserem Stamm seit Generationen weitergegeben wird. Wisst ihr, wir mögen zwar auf dieser Insel keinen Krieg kennen, aber das bedeutet nicht, dass wir naiv oder wehrlos sind. Sollte unser Volk jemals wieder von Außenweltlern bedroht werden, ob sie nun aus den Portalen oder mit Schiffen kämen, sollten die Schlangen uns beschützen. Also hat Shah das Ritual benutzt, um die Schlangen an seinen Willen zu binden? Ja. Ihr könnt also die Sterne deuten, aber das habt ihr nicht kommen sehen? Nein. Ich meine, ja, ich hatte immer vermutet, dass Shah eines Tages Schwierigkeiten machen würde. Und ich wusste auch, wie sehr er seinen Bruder verachtet. Aber dass er so weit gehen würde? Nein, das hätte ich nie gedacht. Aber was wollte er? Euch zwingen, ihn stattdessen zum nächsten Jaras zu machen? Schlimmer. Er sagte, dass er, da wir nicht der Wahrheit ins Auge blicken würden, sich dem Problem nun selbst widmen und die Probe der Brüder erzwingen würde. Natürlich. Ich verstehe nicht. Im Hybernischen Reich ist es eigentlich nicht gerade Brauch, dass das erstgeborene Kind dem Herrscher auf den Thron folgt. Stattdessen war es üblich, dass sich die Erben in einem ritualisierten Zweikampf messen, was meistens tödlich für eine der beiden Parteien endete. Die Hyberner dachten, dass auf diese Weise niemals ein Schwächling auf dem Thron sitzen würde. Das ähnelt unseren Traditionen. Interessant. Klingt eigentlich sinnvoll. Ein Anführer sollte stark sein. Seht ihr das so? So sehr unser Volk den Glauben der Hyberner bewundert. Manche Bräuche übernahmen wir nicht. Zum Beispiel diesen. Wie dem auch sei. Den letzten Monat über hat Shah mittels seiner Schlangenwesen Dorfbewohner verschleppt und versklavt, damit sie ihm helfen, die hybernische Ruine oben im Norden wiederherzustellen, auf der er das Ritual abhalten möchte. Ihr seht also vermutlich schon, worauf ich hinaus möchte. Ihr müsst ihn zur Vernunft bringen. Wie soll ich das anstellen? Ich kann es nicht alleine mit seiner ganzen Armee aufnehmen. Das weiß ich. Also solltet ihr zuerst zumindest ein paar unserer Leute befreien, die er gefangen genommen hat. Wir haben das bereits versucht, aber es ist uns teuer zu stehen gekommen. Danach können wir weitere Schritte besprechen. Diese Dorfbewohner, die euer Sohn gefangen hält, wo kann ich sie finden? Wie gesagt, hält er die meisten in der Ruine im Norden gefangen. Aber der Ort ist schwer bewacht von seinen Schlangen. Und er hat sich eingeschlossen, weshalb ihr ihn wohl vorerst meiden müsst. In der Zwischenzeit wird es genügen, wenn ihr euch um die kleineren Lager auf der Insel kümmert. Ich muss zugeben, dass ich mich unwohl fühle, euch in dieser Sache um Hilfe zu bitten. Aber offen gestanden sind uns die Hände gebunden. Ich muss den Sternen vertrauen, dass ich euch nicht geradewegs in euer Verderben schicke. Wir haben schon Schlimmeres bekämpft. Das dachte ich mir. Warum braucht ihr mich dafür? Ihr seid seine Mutter. Könnt ihr ihn nicht einfach selbst zur Vernunft bringen? Glaubt mir, das habe ich versucht. Und um ehrlich zu sein, bis zum ersten Toten dachte ich mir, das wäre nur ein weiterer seiner Ausraster.
Aber als der erste Dorfbewohner, den seine Schlangen fingen, wegrennen wollte, hatte er ihn töten lassen. Ein Pfeil, geradewegs durch den Hals. Und er kündigte an, das Ganze noch weiterzutreiben, falls wir Anstalten machen sollten, die Probe der Brüder zu verhindern. Wisst ihr, Taha, wir sind keine Krieger. Unsere Magie existiert, um zu schützen, und unsere Waffen sind da zum Fischen und zum Jagen. Die Schlangenwesen haben einen einzigen Daseinszweck, und der ist, zu töten. Angenommen, wir helfen euch und ihr gebt uns den Stein. Wie kommen wir zurück aufs Festland? Das erklärt euch am besten unser Wales, der Dorfschamane. Er weiß am meisten über die Portale. Aber bis ihr unsere Leute aus Schars Lagern befreit habt, wird er euch ebenso wenig helfen können wie ich. Angenommen, ich schaffe es, mir den Weg zu eurem Sohn freizukämpfen. Was dann? Wie soll ich ihn zur Vernunft bringen? Tja, wenn ich das wüsste. Redet mit ihm. Versucht ihn zu überzeugen. Führt ihm vor Augen, was er getan hat. Aber ganz egal, was passiert. Tut ihm nicht weh. Wie bereits erwähnt, bevor ihr euch Schar widmet, müsst ihr jedoch unsere Leute befreien. Solange das Dorf wehrlos ist, können wir euch nicht mit den Mitteln versorgen, die ihr brauchen werdet, um die Ruine im Norden einzunehmen. Ich bin hier, falls ihr irgendetwas braucht. Viel Glück, Taha. Und entschuldigt, dass ich euch diese Bürde auferlege. Klingt gut. Ja! Verbrennen wir sie. Gut. Sie werden brennen. Fisch, Forst, Felder. Sie haben wirklich alles. Kein Wunder, dass die Inselbewohner sich hier so wohlfühlen. Ja! Ja. Macht euch bereit. Guter Plan. Balrak, gebt mir einen Moment.
Für die Feuerzähmer! Ach ja, das Meer. Meine Güte, wie ich das vermisst habe. Ich schätze mal, uns fehlt die Zeit für ein kleines Päuschen. Die Stiefel ausziehen und ein bisschen in die Sonne legen. Was? Jetzt? Schon gut. Tut mir leid, dass ich versucht habe, das Leben etwas zu genießen. Gehen wir es an. Na dann. Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt. Die Feuerzähmer! Sie werden brennen. Was ist das? Die Medusen scheinen sich davon angezogen zu fühlen. Wird schon schief gehen. Fall rein. Gebt mir einen Moment. Ich verstehe. Gehen wir es an. Sie werden fallen. Verbrennen wir sie. Macht euch bereit. Guter Plan. Na dann. Ja,
Natürlich. Wird schon schief gehen. Sicher doch. Sicher doch. Gehen wir es an. Macht euch bereit. Sieh mal einer an. Na dann. Das wird schnell vorüber sein. Sie werden brennen. Sie werden fallen. Wie kann ich helfen? Habe verstanden. Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt. Für die Feuerzähler! Ja? Das ist. Weise Wahl. Ja! Ja! Was wollt ihr? Ah!
Das wird schnell vorüber sein. Wird schon schief gehen. Verbrennen wir sie. Sie werden brennen. Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt. Da lang? Ah, schauen wir uns das mal an. Guter Plan. Ja! Interessant. Ha! Das wird schnell vorüber sein. Sieh mal einer an. Gehen wir es an.
Sie werden brennen. Sie werden fallen. Interessant. Mhm. Guter Plan. Für die Feuerzähme! Das wird schnell vorüber sein. Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt. Verbrennen wir sie. Verdammt, ey.
wir uns das mal an. Ich muss sagen, diese Landschaft erinnert mich ein bisschen an Windwall. Nicht so felsig natürlich, aber dennoch. Ist das so? Na, sieh mal einer an. Das wird schnell vorüber sein. Wird schon schief gehen. Da, das muss die Ruine sein, die in der Schar die Probe der Brüder abhalten möchte. Verdammt, seht euch das an. Es ist gigantisch. Und er lässt die verschleppten Dorfbewohner sie wieder aufbauen? Das ist interessant. Gehen wir es an. Was ist alles? Ich habe gerade erst angefangen. Bitte? Wird schon schief gehen. Die Feuerzähmer! Dorfbewohner. Sie werden fallen. Zalraka. Na dann. Verbrennen wir sie. Gehen wir es an. Yodule, wer seid ihr? Eure Yaras hat uns geschickt. Geht es euch gut? Könnt ihr gehen? Ja, ich denke schon. Sind wir, dürfen wir... Frei? Ja,
Ihr solltet zurück zum Dorf. Eure Yaras erwartet euch. Zum Dorf? Das meint ihr doch nicht ernst, oder? Nach allem, was uns dieser verdammte Sonderling angetan hat. Was willst du tun? Kämpfen? Gegen diese Biester? Ich weiß nicht, wie es um dich bestellt ist, aber ich habe eine Familie, um die ich mich sorgen muss. Dann geh. Ich werde mich den Außenweltlern anschließen. Ihr braucht sicher mehr Schwerter für euren Kampf. Schaden kann es nicht. Dann habt ihr meines. Und meines. Ich will dabei sein, wenn dieses verfluchte Balg Gerechtigkeit erfährt. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut. Schar ist gefährlich. Geh einfach. Sie werden brennen. Ja! Klingt gut. Was? Ja, wird schon schief gehen. Ja. Sie werden brennen. Was gibt's? Also, wie ist der Plan? Sprecht. Tondai, Außenweltler. Was braucht ihr? Ich habe eure Leute gefunden und gerettet. Ja, ich weiß. Und ich danke euch dafür. Ihr habt keine Vorstellung, wie viel mir das bedeutet. Der Gedanke daran, dass mein Sohn all das verursacht hat. Es fällt mir immer noch schwer, das zu glauben. Doch es ist, wie es ist. Und zumindest sind wir jetzt wieder in der Lage, unser Dorf zu verteidigen. Ihr solltet jetzt gehen und mit unserem Schamanen sprechen. Er wird euch behilflich sein können. Sowohl bei eurer Rückreise zum Festland, als auch mit Char. Ich werde hier sein, falls ihr noch etwas benötigen solltet. Ich muss weiter. Habt Dank für eure Zeit. Interessant. Seid ihr der Schamane des Dorfes? Die Yaras hat mich geschickt. Ah ja, der bin ich. Tondai, Freund. Sie hat mir erzählt, dass ihr kommen würdet. Ihr sucht nach einem Weg zurück zum verlassenen Land, richtig? Zurück nach Nortanda, ja. Gut. Eines vorweg. Ich bin euch meinen Dank schuldig.
was ihr getan habt, unsere Leute vor diesen Biestern zu retten. Danke. Hätten die Sterne euch nicht geschickt, wären sie jetzt vielleicht schon tot. Gern geschehen. Aber wie kommen wir nun zurück zum Festland? Ja, natürlich. Lasst es mich kurz machen. Das Portal kann reaktiviert werden. Nicht das, durch das ihr gekommen seid, aber ein anderes. Allerdings wird das nicht einfach. Erklärt das. Nun, zuallererst mal ist Chars Schlangenbrut noch auf der ganzen Insel verteilt. Vermutlich auch in der Nähe des alten Portals. Wir müssen sie zunächst vertreiben, was aber wahrscheinlich einen Gegenangriff auf das Dorf provozieren wird. Für die Rekonstruktion des Portals selbst brauchen wir eine Menge Holz und Steine. Und es zu reaktivieren erfordert Energie. Zu guter Letzt brauchen wir einen Portalstein. Wie den hier? Mit ihm sind wir hier überhaupt erst hergekommen. Zeigt. Ja, Tatsache. Aber ihr habt seine gesamte Energie aufgebraucht, also ist er nutzlos. Wir benötigen einen neuen. Wie können wir das Portal reparieren? Dafür bin ich hier. Ich habe bereits mit der heiligen Jaras gesprochen und wir werden euch eine Handvoll fähiger Männer zur Verfügung stellen, die die notwendigen Materialien sammeln können. Wenn sie das getan haben, schickt sie zum Portal und ich werde ihnen die Anweisungen geben. Und wie können wir das Portal reaktivieren? Mit dem Kanalisierungsaltar. Kanalisierungs was? Altar. Kurz gesagt, er transformiert Energie, wandelt sie um. Das Ganze einem Laien zu erklären ist schwer, aber unser Stamm nutzt ihn seit Generationen. Und neben dem Ritual, mit dem Schar die Schlangenbrut beschworen hat, ist es unsere einzige Verteidigung. Der Altar ist es, mit dem wir die Barriere um das Dorf aufrechterhalten. Sobald wir aufhören, ihn mit genügend Ressourcen zu versorgen, Holz, Stein, Metall, was auch immer, verschwindet unser Schutz, weshalb wir sicherstellen müssen, dass das nicht passiert. Das klingt fast nach Forma-Technologie. Den Schriften nach haben sie die Hälfte des Metalls, das sie gefördert haben, verwendet, um ihre Waffen mit Energie zu versorgen. Ich vermute, dass er mit Forma die Xalontep meint. Ja, die Hyberner haben viel von dem verwendet, was sie der Welt hinterlassen haben. Verstehe. Wo könnten wir einen neuen Portalstein finden? Tja, das ist der komplizierteste Teil an all dem. Auch wenn es theoretisch möglich ist, bezweifle ich, dass ihr einen vollständigen Stein finden werdet. Wenn ihr mir aber genug hybernische Kristallscherben bringt, könnte ich sie verbinden. Kristallscherben? Ja, das ist das Rohmaterial, aus dem Runen hergestellt werden. Mit etwas Glück finden wir in den Ruinen auf der Insel noch welche. Aber ich kann für nichts garantieren. Was ist mit diesen hier? Die habe ich auf der Insel gefunden. Lasst mich mal sehen. Saras Jodule. Ja, das sind sie. Das ist gut. Da hattet ihr wirklich Glück, wisst ihr das? Ohne diese Kristalle hätte es keine Möglichkeit gegeben, das Portal wieder zu öffnen. Wir haben das Portal immer noch nicht repariert. Es ist viel komplizierter, als ich dachte. Aber ich brauche ohnehin noch ein wenig, um aus den Scherben einen funktionierenden Portalstein zu fertigen. Also haben wir noch Zeit. Unterhalten wir uns, wenn die Reparaturen abgeschlossen sind. Gut, dann legen wir am besten gleich los. Tut das. Viel Glück. Ich werde hier sein und das Laderitual vorbereiten. Wie kann ich helfen? Na, sieh mal einer an. Saras Jodule. Die Schlangenbrut. Die magische Essenz muss sie aufgeschreckt haben. Los, in Stellung. Wir müssen den Altar verteidigen.
Wir brauchen dringend mehr Stein. Das wird ein Meisterwerk. Ja? Zack, zack, Männer. An die Arbeit. Ein Gebäude wurde errichtet. Hm? Alles klar, einen Moment. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Worum geht's? Was wollt ihr? Ja, das ist ein guter Ort. Ein Gebäude wurde errichtet. Na dann, los geht's. Ja? Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Jawohl. Was gibt's? Ja, das ist ein guter Ort. Ja? Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Ja. So wenig Zeit. Na dann. Ein Gebäude wurde errichtet. Das sollte klappen. Zack, zack, Mann. An die Arbeit. Wir werden angegriffen. Macht euch bereit. Hm? Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt. Ein Gebäude wurde errichtet. Wir müssen mehr Holz sammeln, Kommandant.
Angriff! Dauert nur eine Sekunde. Alles klar, dann mal los. Na dann, los geht's. Was ist? Gehen wir es an. Ein guter Fleck. Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Kann ich helfen? Ein Gebäude wurde errichtet. Viel zu tun, so viel Zeit. Ein Gebäude wurde errichtet. Sollte klappen. Ja, das sollte klappen. Das wird ein Mast. Wir werden angegriffen. Ein Gebäude wurde errichtet. Also,
Wie ist der Plan? Ja. Ein Gebäude wurde errichtet. Wir müssen mehr Holz sammeln, Kommandant. Sie werden fallen. Ein Gebäude wurde errichtet. Wird schon schief gehen. Das werdet ihr bereuen! Na dann. Wird schon schief gehen. Aha. Ein Gebäude wurde errichtet. Ja? Gehen wir es an. Ein Gebäude wurde errichtet. Was gibt's? Ein Gebäude wurde errichtet. Ein Gebäude wurde errichtet. Zack, zack, mein Name. Wir haben die Arbeit. Alles klar. Ja. Dauert nur eine Sekunde.
Das wird ein Meister. Ein Gebäude wurde errichtet. Kommandant? Ja, sag es auf der Karte. Komm hier. Ein Gebäude wurde errichtet. Na dann, los geht's. Alles klar, dann mal los. Ein Gebäude wurde errichtet. Ein Gebäude wurde errichtet. So viel zu tun, so viel zu tun. Recht. Ein Gebäude wurde errichtet. Verbrennen wir sie! Ein Gebäude wurde errichtet. Ah, schauen wir uns das mal an. Na, sieh mal einer an. Bitte? Ja? Ein Gebäude wurde errichtet. Unsere Vorräte neigen sich dem Ende. Wir brauchen mehr Nahrung. Ein Gebäude wurde errichtet. 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 Unsere Schmieden haben kaum noch Eisen. Wir brauchen mehr davon. Braucht ihr einen Kundschafter? Ja, das sollte klappen.
Zack, zack, Männer. An die Arbeit. Dauert nur eine Sekunde. Ja? Ein Gebäude wurde errichtet. Na dann, los geht's. Ein Gebäude wurde errichtet. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Bewegung. Was wollt ihr? Ein Gebäude wurde errichtet. Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Recht. Angegriffen. Auf euer Kommando. Kommandant? Ja? Ja, das sollte klappen. Hier. Ein Gebäude wurde errichtet. Interessant.
Ja? Wir werden angegriffen! Für die Feuerzähmer! Zack, zack, Männer. An die Arbeit. Na dann, los geht's. Also, wie ist der Plan? Ein Gebäude wurde errichtet. Aber nur eine Sekunde. Also, wie ist der Plan? Dir etwas gesagt? Ja! Was gibt's? Zarach führt mich. Das wird schnell vorüber sein. Alles klar, dann mal los. Jawohl. Das sollte klappen. Recht. Bitte? Haben die Arbeit. Hier. Na, sieh mal einer an. Wie kann ich helfen? Macht euch bereit. Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt. Thank you.
Das wird ein Meister. Zalraka! Ja? Also, wie ist der Plan? Aha. Sie werden brennen. So viel zu tun, so viel zu tun. Ja? Jawohl. Bin soweit. Was geht? Kommandant, verbrennen wir sie! Wird schon schief gehen. Wie ist der Plan? Wir werden angegriffen. Ja. Wie kann ich helfen? Ja?
recht. Was gibt's? Habt ihr etwas gesagt? Kann ich helfen? Bitte? Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt. Yaras hat mich geschickt. Geht zurück zum Dorf, aber seid vorsichtig. Ah, schau. Denkst wirklich, das funktioniert? Du tötest mich und plötzlich respektieren sie dich? Du bist ein Witzschar. Aber andererseits, das warst du schon immer. Fresse! Halt dein verschissenes Maul! Oder ich reiß dir die Gedärme raus! Das ist nah genug. Wer zum Geier seid ihr? Ihr kommt nicht von der Insel. Nein, ich bin vom Festland. Aber deine Mutter hat mich geschickt, um mit dir zu reden. Vom Festland? Verdammt nochmal. Immer dann, wenn ich denke, absurder könnten die Dinge nicht werden. Ich enttäusche nur ungern, aber ich bin nicht in der Stimmung für Geplauder. Das Ritual wird stattfinden. Ich werde meinen Bruder bekämpfen und der nächste Yaras der Insel werden. Du hast den Verstand verloren, Char. Du hast vollkommen den Verstand verloren. Duel! Letzte Warnung. Dann stimmt es wirklich? Du würdest deinen eigenen Bruder töten, einfach nur, weil du die Insel regieren willst? Das haben sie euch also erzählt? Ja, natürlich, es passt. Was sonst noch, hm? Dass ich schwach bin? Launisch? Sterne, wie ich dieses Wort hasse. Ha? Fang!
Ja, und dass dein Bruder der geeignetere Kandidat ist. Und wisst ihr, was daran so traurig ist? Dass ihr es wahrscheinlich sogar glaubt. Dass es das ist, was alle glauben. Seht ihr das Brandmal auf meinem Gesicht? Dumme Frage, natürlich tut ihr es. Was ist damit? Als ich 10 war, nahm ein Mann namens Rujas mich und meinen Bruder auf einen Jagdausflug mit. Wir waren ja schließlich die Söhne der Jaras, also mussten wir uns ebenso gut darauf verstehen, einen Hirsch auszuweiden wie auf alte, hybernische Rieten. Meine Mutter hat euch ja zweifelsohne schon gesagt, dass ich immer schon der Schwächere von uns beiden war. Duel war immer in allem besser als ich. Und auch wenn er mich verprügelt hat, konnte ich nichts dagegen tun. Aus irgendeinem Grund war es beim Jagen aber anders. Bogenschießen lag mir einfach im Blut, wie meine Magie 6 Jahre später. Mehr noch, ich war besser als du darin, viel besser. Nicht wahr, Duel? Ich habe nie das Gegenteil behauptet. Nein, natürlich nicht. Ich frage mich, was du gerade gesagt hättest, wenn diese Leute nicht zuhören würden. Um zum Punkt zu kommen, auf diesem einen Ausflug übertraf ich meinen Bruder in jeder Hinsicht. Es war seltsam, dass er den ganzen Tag über so ungewöhnlich ruhig war, selbst als der alte Jäger mich mit Lob überschüttete. Es war einfach unglaublich. Und für einen kurzen Moment war ich sogar dumm genug, zu glauben, dass ich ihn, ich weiß nicht, beeindruckt hätte oder so. Wie kann ich helfen? Aber was ist passiert? Tja, abends aßen wir ein Stück des erlegten Hirsches am Feuer. Es war schon beinahe lachhaft schön. Der Sternhimmel war wolkenlos und wir waren umgeben von Glühwürmchen. Irgendwann verschwand der alte Jäger in die Büsche, um sich zu erleichtern. Dann ist es passiert. Duel packte mich an den Haaren und zerrte mich zum Feuer. Dann, ohne ein Wort, hielt er mein Gesicht darüber. Es waren vielleicht 30 Sekunden, aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Ich habe buchstäblich gesehen, wie sich das Fleisch von meinem Schädel löste. Könnt ihr euch das vorstellen? Diesen Schmerz? Ja, das kann ich. Dann wisst ihr vermutlich, dass ich in diesem Moment einfach nur noch sterben wollte. In dem Moment, in dem der Jäger zurück in Sichtweite war, hat er mich fallen gelassen und sich über mich gebeugt. So getan, als wäre es ein Unfall gewesen. Natürlich hat ihm mal wieder jeder geglaubt. Und erst nach ein paar Wochen habe ich mich überhaupt getraut, die Wahrheit zu erzählen. Nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte. Ja, weil du dir das zusammenfantasierst, verdammt! Du hast das Gleichgewicht verloren, du bist gestolpert. Und wenn ich nicht gewesen wäre, hättest du weitaus mehr verloren als nur deine Wange. Ich verstehe nicht, warum sollte Duel so etwas tun? Ihr seid Brüder. Weil er ein Monster ist, verfickt nochmal! Er versteckt es hinter seinem dämlichen Grinsen. Und ja, er ist ja so kultiviert, so umgänglich, so vernünftig. Aber das ist alles nur Fassade. Ihr habt einfach keine Ahnung, wie es war, mit ihm aufzuwachsen. Keine Ahnung. Er hat mich gefoltert, erniedrigt, so oft verprügelt, dass ich irgendwann davon ausging, es wäre normal. Der Fleck, an dem ihr, ich, an dem normale Leute eine Seele haben. Bei ihm ist er leer. Aber das werden die anderen nie erkennen. Und jetzt wollen sie sogar, dass er den Thron übernimmt? Sagt mir, wie würdet ihr das nennen, wenn nicht Wahnsinn? Das ist doch lächerlich! Das ist einfach lächerlich! Und warum sollte Duel das tun? Dir so zusetzen? Woher soll ich das wissen? Vielleicht, um diese innere Leere zu füllen? Ich weiß es nicht und es interessiert mich auch nicht mehr. In einer Woche wird es vorbei sein. Was habt ihr dazu zu sagen? Ach, was denn schon? Char hat immer schon eine blühende Fantasie gehabt. Diese Träume, diese Stimmen, die er immer hörte. Für ihn war die Realität schon immer voller Lücken. Und er hat eben seine Fantasie genutzt, um sie zu füllen. Aber dieser Schwachsinn mit dem Lagerfeuer ist bei weitem der schlimmste Auswuchs, den sein Gehirn je produziert hat. Seht ihr? Und so läuft es immer. Die Leute glauben Duel, weil er so vernünftig wirkt, so ruhig. Keiner gibt einen feuchten Dreck auf die beschissene Wahrheit. Aber es stimmt, dass deine Aura irgendwie anders ist. Zerbrechlich, störrisch. Und dass Magiebegabung unserem Verstand einen Streich spielen kann, ist nichts Neues. Glaubt doch, was ihr glauben wollt.
Es wäre nicht das erste Mal. Und du behauptest allen Ernstes, niemand hätte von diesen Schikanen dir gegenüber je was mitbekommen? Nein, weil er es geschickt angestellt hat. Er hat mich nur dann geschlagen, wenn niemand in der Nähe war. Und wenn es einer doch mal gewesen sein sollte, hat dieser eben weggesehen. Beliebtheit hin oder her. Anlegen wollte sich mit ihm niemand. Aber deine Magie hat alles geändert, richtig? Ja und nein. Er hat es nicht mehr gewagt, mich zu schlagen. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, mir immer wieder zu sagen, wie wertlos ich sei. Dass sie hinter meinem Rücken alle über mich lachen. Dass sie mich verachten. Und dass ich immer allein sein würde. Und dahingehend hat er nicht mal gelogen. Aber wie dem auch sei, all das ist jetzt vorbei. Über die Wiederherstellung des Ritualplatzes und die Probe der Brüder werde ich der nächste rechtmäßige Jaras der Insel werden. Deine Medusen. Dir ist klar, dass sie Menschen umgebracht haben, oder? Es war unvermeidlich. Selbst als ich das ganze Dorf mit ihnen umzingelt hatte, dachten sie immer noch, dass ich es nicht ernst meine. Ich fürchte, ich kann das nicht zulassen. Deine Mutter hat etwas, das wir benötigen. Und im Gegenzug sollen wir irgendwie dieses Dilemma lösen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Tja, und den gibt es leider nicht. War ein nettes Gespräch. Aber was auch immer ihr euch davon erhofft habt, es wird nicht passieren. Also, zwei Möglichkeiten. Nummer eins, ihr und eure Freunde, ihr verzieht euch. Nummer zwei, ihr bekommt meine Magie zu spüren. Dir ist klar, dass du in der Unterzahl bist, richtig? Was auch immer du uns da androhst, es ist keine gute Idee. Das werden wir ja sehen. Jaras Atem. Der Junge weiß, was er tut. Ich werde ihn töten. Hier und jetzt. Schau, bitte ich. Nein! Hast du das bis zum Ende durchgedacht, Scha? Wenn du ihn jetzt tötest, dann ist das Mord. Was? Das hybernische Recht, auf das du dich berufst. Der einzige Weg für dich, Jaras zu werden, ist es, wenn du Duhl in der Probe der Brüder besiegst. Wenn du es jetzt tust, ist es Mord. Ihr habt recht. Sonne und Sterne, ihr habt recht. Aber andererseits, macht das denn wirklich einen Unterschied? Nach allem, was ich getan habe, Duel hat es doch selbst schon gesagt. In ihren Augen bin ich eh schon ein Mörder. Im Grunde ist es vollkommen egal, was ich tue. Sie werden mich nie respektieren. Ihn zu töten wird nichts ändern. Glaub mir, das habe ich alles schon hinter mir. Oh, glaub mir. Das wird es. Schar, ihr! Ich hab's getan. Ich hab ihn umgebracht. Scheiße. Das wird der Jaras überhaupt nicht gefallen. Sterne, was? Was hab ich getan? Was zum Henker hab ich getan? Ihr... Nein! Da geht er hin. Bin soweit.
verbrennen wir sie. Hm? Macht euch bereit. Wir werden angegriffen. Was gibt's? Ja? Wie kann ich helfen? Ja? Jawohl. Ja. Kommandant. Wird schon schief gehen. Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt. Wie kann ich helfen? Etwas gesagt? Was ist? Ja? Kommandant? Ja? Zalraka! Hm? Hm? Es sollte jetzt sicher sein. Geh zurück zum Dorf. Na, sieh mal einer an. Sie ist die Schnellste aus dem Stall. Also, wie ist der Plan? Bin soweit. Irins Winde, Kommandant.
Was wollt ihr? Kommandant. Guter Plan. Schlangenbrut ist beseitigt. Geht jetzt. Im Dorf seid ihr sicher. Das sollten alle gewesen sein. Gehen wir zum Dorf zurück. Zähmer! Zu Befehl. Aha. Ha? Ja? Ja, macht's kurz. Hier. Bitte? Was? Ja. Ja. Also, wie ist der Plan? Kommandant? Was? Haben die etwas gesagt? Kommandant? Sie werden brennen. Bin soweit. Ja? Taha, ihr seid zurück. Ich habe Kampflärm vom Berg gehört. Was hat das zu bedeuten? Shah ist fort. Er hat Dul getötet. Ich verstehe. Warum? Warum hat er das getan? Ich meine, war es das Ritual? Die Probe der Brüder? Nein, es ist im Kampf passiert. Dul wurde von Shars Magie getroffen. Seine Magie? Natürlich. Aber wie dem auch sei, die Dinge sind, wie sie sind. Ihr habt euren Teil des Handels eingehalten und die Schlangenbrut ist fort. Genau wie mein Sohn. Auch wenn wir einen hohen Preis dafür gezahlt haben. Hier, während ihr mit Char verhandelt habt, habe ich nach dem Stein gesehen, den ich euch versprochen hatte. Ist er das? Er wurde in einer der hybernischen Ruinen gefunden, vor langer Zeit. Ja, das ist er. Gut. Benötigt ihr sonst noch etwas? Wenn nicht, würde ich jetzt gerne etwas Zeit alleine verbringen. Das Dorf wird lange Zeit brauchen, um sich von dem zu erholen, was hier passiert ist. Und ich ebenfalls.
recht. Jawohl. Ja? Wie kann ich helfen? Ja? Dir etwas gesagt? Tondai. Und? Habt ihr schon Erfolg? Ja, die Reparaturen sind abgeschlossen. Wirklich? Warum hat mir das keiner gesagt? Naja, wie auch immer. Gute Arbeit. Ihr wisst, wie man Leute führt. So viel ist sicher. Ich habe auch gute Neuigkeiten. Ich habe die beiden Scherben miteinander verschmolzen. Das war einfacher als gedacht. Dann sollten wir uns jetzt zum Portal begeben. Ist es sicher? Ja. Gut. Dann treffen wir uns dort. Da geht er dahin. Kommandant?
Wie ist der Plan? Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Braucht ihr einen Kundschafter? Ja! Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt. Dir etwas gesagt? Uns das mal an. Was geht so weit? Ja! Reicht. Die Feuerzähmer! Jawohl.
Ja. Na, sieh mal einer an. Interessant. Ja? Was wollt ihr? Ja? Kommandant? Was ist? Dir etwas gesagt? Wird schon schief gehen. Ja? Wie ist der Plan? Was? Ah, da seid ihr ja. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt. Es war nicht einfach. Ich weiß, Janosch. Der Portalstein scheint auch zu funktionieren. Er stellt die Verbindung zur Magie des Portals her. Aber wir müssen ihn noch immer laden, korrekt? Ja, aber das ist verhältnismäßig einfach. Erinnert ihr euch an den Xalon-Tep-Altar, von dem ich euch erzählt habe? Den, welchen wir verwendet haben, um die Barrieren heraufzubeschwören. Ja. Kann er auch das Portal aufladen? Korrekt. Normalerweise sind die Portale ein, wie soll ich sagen, ein Energienetz. Bringt man einen Portalstein in ihre Nähe, reagieren sie. Angesichts dessen, dass das Portal seit Jahrhunderten nicht mehr in Gebrauch war, ist das Netz jedenfalls verbraucht. Bei der Umwandlung von Energie über den Altar und ihrer Weiterleitung zum Portal können wir es sozusagen wieder aufladen. In Ordnung, dann tun wir das. Na dann, los geht's. Aha. So viel zu tun, so viel zu tun. Ja? Thank you.
Zack, zack, Männer. An die Arbeit. Ein Gebäude wurde errichtet. Ja? Ah, schauen wir uns das mal an. Zack, zack, Mann. Sonne und Sterne, ihr habt es geschafft! Ich kann es nicht glauben. Die ganze Zeit war unsere Insel vom Rest der Welt abgeschnitten und jetzt gibt es einen Weg zurück. Das ist unglaublich. Und seltsam. Euer Name, er ist Taha, richtig? Ja. Nun, Taha, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber würde es euch etwas ausmachen, wenn ich mich euch anschließe? Eigentlich keine schlechte Idee. Er weiß wahrscheinlich mehr über die Hyberna als jeder andere Gelehrte aus Northanda. Vielleicht sieht er etwas in Mulandir oder dem Nexus, von dem wir noch nichts wissen. Aber was ist mit euren Leuten? Ich dachte, ihr wolltet niemals wieder aufs Festland zurückkehren. Sie wollen es nicht. Ich aber schon. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Ich will wieder zurückkehren. Aber ihr... Ich weiß nicht, ihr habt da etwas an euch, das einfach mein Interesse weckt. Und als Gelehrter, als Schamane, kann ich mir keinen besseren Weg vorstellen, mehr über die Wunder dieser Welt zu lernen, als mit euch durch dieses Portal zu schreiten. Na gut, ihr könnt mit. Aber wir werden bald aufbrechen. Ja, natürlich, sobald ihr wollt. Ich werde jemanden schicken, um die Jaras davon zu unterrichten. Sie wird es verstehen. Na dann, Zeit für die Heimreise. Bereit? Was ist mit dem Archäologen Whatley? Vielleicht will er ja mitkommen. Ah, richtig. Sprechen wir mal mit ihm. Ja, das sollte klappen. Zarach führt mich. Alles klar. Dann mal los. Kommandant? Ja? Bitte?
Watley? Jemand zu Hause? Was? Ja, sicher. Ich habe gehört, dass ihr die Probleme auf der Insel gelöst habt. Stimmt das? Eine tragische Geschichte. Wirklich tragisch. Stimmt. Aber wir haben bekommen, wofür wir gekommen sind. Ja, und einen Weg zurück. Ich muss schon sagen, ich wünschte, ich hätte mehr von eurem, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Talent. Ihr habt viel bewegt in kurzer Zeit. Ohne eure Hilfe wäre das nicht möglich gewesen. Seid nicht so bescheiden. Ich habe nichts getan, als zu jammern. Und wenn das Wasser meinen Portalstein mit sich gerissen hätte, dann wäre ich jetzt bereits wieder zurück in der Gosse und würde betteln. Hört her, ich bin nicht so gut in solchen Dingen, aber danke. Ohne euch wäre ich mit der festen Überzeugung gestorben, dass ich mein Leben für nichts und wieder nichts weggeworfen hätte. Die Dinge, die ich für diesen Traum aufgegeben habe, ihr habt all dem Wert gegeben. Wie fühlt es sich an, hier zu sein, auf der Insel? Puh, gute Frage. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass ich es noch nicht einmal wirklich realisiert habe. Aber jetzt, wo der Trubel vorüber ist, fühlt es sich einfach nur wunderschön an. Als hätte ich endlich diesen Teil von mir gefunden, der mir mein ganzes Leben über abgegangen ist. Das freut mich zu hören. Wie ist euer Plan? Wir müssen jetzt wieder zurück aufs Festland. Kommt ihr mit? Könnt ihr euch das nicht denken? Ihr wollt bleiben. Ja, ich habe schon mit der Jaras darüber gesprochen und sie ist einverstanden. Aber wer weiß, vielleicht wird es nicht das letzte Mal sein, dass wir einander sehen. Euch auch. Na, sieh mal einer an. Interessant.